Es wurde mir gesagt, kannst du es machen, habe ich gesagt, wieso nicht? Okay? Aber wir werden nachher sehen, das ist auch harmlos und eigentlich etwas, was zu dem gehört, was jeder Mensch hat und braucht. Und vorab fange ich, weil wir auch wenig Zeit haben, fange ich mit einer wichtigen Unterscheidung, die hier in Europa normalerweise oder in Deutschland zwar gemacht wird, aber nicht so bewusst wird. Nämlich die Unterscheidung zwischen Liebe und Sexualität. Diese Dinge werden noch gerne durcheinander gebracht. Denn wir wissen, dass Liebe etwas anderes ist als Sexualität und der Islam hat in Bezug auf Liebe eine andere Haltung als in Bezug auf Sexualität. Diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Wieso? Liebe ist etwas, zu dem der Islam aufruft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns, wie wir uns gegenseitig mehr lieben können. Er fordert uns dazu auf, dass ein Muslim alle seine Geschwister zu lieben hat. Und wir wissen, er zeigt uns Wege, wie wir die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala vermehren können, wie wir die Liebe zu unseren Eltern, die Liebe zu unseren Nachbarn, die Liebe zu unseren Geschwistern. Er zeigt uns zum Beispiel, sagt uns im Hadith, ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, wenn ihr das tut, werdet ihr euch lieben, verbreitet den Salam und Gruß unter euch. Oder zum Beispiel تهادوا تحابوا. Wenn ihr euch gegenseitig beschenkt, werdet ihr euch auch mehr lieben. Das heißt also, Liebe zu den Menschen, zu den auch Muslimen und Nicht-Muslimen. Zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Koran sagt uns: La yanhaakum Allahu 'an alladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Al-Birr ist eine Art der Güte, die ist auch begleitet mit Liebe im Sinne von, das sind unsere Geschwister als Menschen. Kullukum li Adam wa Adamu min Turab. Der Prophet Muhammad sagt uns, alle Menschen, ob sie Muslime sind oder nicht, sie stammen alle aus Adam und Adam aus der Erde. Das heißt, auch diese Nicht-Muslime sind unsere Geschwister. Wenn wir auch nicht für sie diese Liebe empfinden, dass wir sie aus ihrem Kufr, dass wir ihnen helfen, aus diesem Kufr herauszukommen, können wir auch keine Dawa machen. Du kannst keine Dawa machen gegenüber Menschen, die du hast, die du nicht gerne hast. Wenn ich jemanden hasse, vermeide ich. Aber wenn ich jemanden liebe, für ihn das Schöne und das Gute liebe und will, dann werde ich natürlich mich bemühen für die Dauer. Werde ich auch ihn, auch seine Bosheiten sogar aushalten, weil ich ihm helfen will. Ich will ihn aus dem, sagen wir, aus der Gefangenschaft des Shaitan befreien. Und das ist es, was auch der Islam verkündet hat, mit unterschiedlichen Termini. Aber alle, wenn wir das übersetzen wollen auf Deutsch, ist das, spricht das von der Liebe. Also die Liebe ist ohne Einschränkung im Islam. Wir dürfen nur Kufr nicht lieben. Kufrhandlungen nicht lieben, die verabscheuen wir. Aber die Menschen, die Kafir sind, nicht. Weil wir machen Dauer für sie. Wir lieben für sie das Gute. Wir wollen sie gewinnen. Nur Kufrhandlungen, die hassen wir, verabscheuen wir. Ja, und deshalb sagen wir, diese Handlung ist Kufrhandlung. Auch wenn mal eine falsche Handlung von einem Muslim kommt, die kritisieren wir. Aber der Muslim, der bleibt unser Bruder, bleibt unsere Schwester. Das heißt also, erstens, nur um das zu wissen, Liebe, ich will nicht sagen absolut ohne Einschränkung, es gibt natürlich keine Liebe für Kufr, keine Liebe für das Böse, keine Liebe für böse Handlungen, keine Liebe für Verfehlungen. Aber wie sieht es aus mit der Sexualität? Die Regel ist im Islam, dass Sexualität verboten ist.
Das ist die Regel. Wie heißt es in Qawa'id al-Fiqhiyya, in den Fiqh-Regeln? Al-Aslu fil-Ibda'i al-Tahrim. Das bedeutet, die Regel ist, dass Sexualität verboten ist. Das ist die Regel. Wann wird die Sexualität erlaubt? Nur in der Ehe. Verstehen wir? Das sind zwei Unterschiede, wesentliche Unterschiede. Liebe empfinde ich zu allen Menschen. Insbesondere zu meinen Eltern, zu meinen Nachbarn, zu meinen Geschwistern, zu meinen Brüdern, Schwestern. Liebe ohne, aber Sexualität, mit dem darf ich haben Sexualität? Nur im islamischen Rahmen erlaubt mit einer Frau, die ich geheiratet habe. Und wir wissen, nicht jeder Mann kann jede Frau heiraten im Islam. Es gibt hier klare Einschränkungen. Ja? Über die werde ich nicht reden. Ich rede jetzt über das Prinzip. Also Liebe, da habe ich andere Möglichkeiten. Sexualität, sagen wir es anders. Die Liebe ist im Allgemeinen, im Islam, etwas, wozu der Islam auffordert. Und Sexualität, wo der Islam sagt, prinzipiell ist die Sexualität verboten. Sie ist dann als Ausnahme erlaubt, als eine Kannhandlung in der Ehe. Wobei wir zu berücksichtigen haben, wann ein Ehevertrag im Islam zustande kommen kann und wann eine sogenannte Sahih-Ehe, also eine islamkonforme Ehe, zustande kommt. Und wenn die Ehe da ist, die Scharia sagt auch nicht, es muss Sexualität zustande kommen. Denn wenn beide Partner heiraten und beide im Einvernehmen auf Sexualität verzichten, akzeptiert das der Islam. Deshalb sagen wir, in der Ehe ist Sexualität eine Mubah-Handlung, eine Kann-Handlung. Aber vorausgesetzt, beide verzichten darauf im Einvernehmen. Aber wenn nur einer das nicht will und die Frau nicht will, im Fiqh haben wir klare Aussagen diesbezüglich, wie lange man sich enthalten darf. Weil die Frau hat ihre Rechte. Auch wenn die Frau nicht will und der Mann nicht darauf verzichtet, es gibt auch ganz klare Regeln, dass sie sich nicht verweigern darf und so weiter. Also hier müssen wir nur erstmal im Großen und Ganzen uns das vor Augen führen, wenn wir über Sexualität und über Liebe sprechen. Das ist Nummer eins. Und wir wissen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. als Esauda radiallahu anha geheiratet hat. Sie war eine ältere Frau, später wurde sie noch älter. Und irgendwann konnte der Prophet s.a.w. mit Sauda keine Sexualität mehr haben. Und deshalb sagte er ihr, ich kann dir dieses Recht nicht mehr geben. Und wenn du möchtest, kann ich die Scheidung aussprechen, weil das ist ein Recht, was dir zusteht und ich kann es nicht befriedigen. Und Sauda sagte, nein, ich verzichte auf die Sexualität, ich will sie nicht haben. Jetzt kommt ein Einvernehmen und sagte, und die Übernachtung, die mir zusteht, die übergebe ich Aisha. Und damit blieb sie seine Frau, aber ohne Sexualität. Das heißt, die Liebe bleibt, Sexualität wird verzichtet. Das ist eine wichtige Sache. Jetzt kommen wir zu Sexualität. Das ist unser Thema. Wir haben gesagt, Sexualität ist im Islam in der Ehe wird sehr positiv angesehen. Ja? Nicht nur positiv, wir haben gesehen, durch die Ehe wird die Sexualität erlaubt. Nein, du kannst sogar die Sexualität zu einer Ibadah-Handlung machen. Wie Ibadah-Handlung, wie Beten und Fasten. Wie können wir das machen? Mit der richtigen Absicht.